Wunderschön und willkommen zurück zum Video, diesmal Teil 3 der Umbauphase meines Röhrenfassgeräts, was auch immer. Ja, ich habe jetzt einiges an Zeit reingesteckt. Das habe ich auch tatsächlich nicht auf Videomaterial, das sage ich mal jetzt vorne herein schon. Da ich wirklich, ich glaube, bestimmt mich da nochmal 7 oder 8 Stunden rangesetzt habe, immer wieder die Schaltung zerlegt habe, einige Sachen ausprobiert habe, einige Sachen waren ein kompletter Reinfall, andere Ideen waren ganz gut, aber hat sich dann irgendwie doch anderweitig nicht durchgesetzt. Aber jetzt bin ich zu einem Schluss gekommen und dachte mir, cool, das ist es. Ja, ich habe auch so in den von den letzten beiden Videos in der YouTube-Statistik so ein bisschen gesehen, dass euch die Soundchecks am besten gefallen. Und aus dem Grund möchte ich dieses Video diesmal ein bisschen kürzer halten und einfach mal direkt zeigen, wie klingt die Kiste jetzt, was gibt es für Soundmöglichkeiten. Ich habe einiges verändert. Ja, da legen wir auch direkt mal los. Ja, ich habe hier nochmal Beschriftung hinzugefügt. Wir haben hier einmal Gain, einmal Treble, nochmal Gain, hier haben wir Bass, hier haben wir einen Bias-Regler, nochmal Treble, Volume, einen blöd funktionierenden Boost-Schalter, ich lasse den deswegen jetzt einmal an. Ja, das wär's. Achso, das ist mein Clean-Ton. Stimmt die Gitarre, dicke Humbucker. Ja, da weiß man eigentlich schon, in welche Richtung das geht. Das Pedal klingt ziemlich doomig und ja, das werden wir jetzt auch gleich mal hören. Ich starte einfach mal ganz klein und dann drehe ich einfach mal rum. Also es gibt Einstellungen, die klingen einfach nicht schön. aber es gibt auch Einstellungen, die klingen ziemlich cool. Und ja, das werden wir jetzt alles einmal rumprobieren. Ja, nun. Yeah.
Kommentaren, wie gefällt euch der Sound, wie gefällt euch die Zerre oder allgemein, wie ich die Videos mache. Gebt mal Feedback, damit ich weiß, woran ich bin. Ja, bezüglich Sound oder Ton oder gerade Verzerrer, was ja wirklich die sehr abstrakte Form ist, diesbezüglich ist es natürlich auch echt Geschmackssache. Also es kann sein, dass es einer liebt und 10 hassen. Also gerade bei so Verzerrern, bei so speziellen Sachen wie diesem hier, ist so eine Sache. Aber haut mal raus, sagt mal, was ihr so denkt. Würde mich mal interessieren. Ja, jetzt geht's nochmal weiter, wie ich am Anfang vom Video gesagt hatte. Ich möchte nochmal zurück ins Technische. Und zwar habe ich ein Oszilloskop hier. Mit diesem Gerät kann ich sichtbar machen, was denn nun überhaupt mit dem Signal passiert, was aus der Gitarre in das Pedal kommt. Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, das zu sehen und ich das halt visualisieren kann, was denn tatsächlich damit geschieht. Und ja, damit legen wir doch direkt mal los. Ja, da haben wir das. Das ist das Oszilloskop. Und das, was man jetzt hier auf diesem Bildschirm sieht, ist das Signal, mit dem ich reingehe. Und zwar, ups, jetzt bin ich abgerutscht. Das ist das Signal, was hier im Schaltplan auf der Seite eintrifft. Und da sieht man die Sinuskurve. So sieht im Prinzip ja, ein Sinussignal aus. Ja, wenn wir jetzt weitergehen und zum Beispiel nach diesen beiden Stufen messen. Also ich messe jetzt zum Beispiel einfach mal an diesem Punkt. Dann sehen wir einen riesengroßen Ausschlag. Muss ich das Messgerät einmal kurz ein bisschen wieder einkalibrieren. Da sieht man auch schon, wie groß die Verstärkung ist. Ja, und was man jetzt ganz gut sieht, ist, dass diese Sinuskurve jetzt schon nicht mehr ganz so schön aussieht. Hier unten die Zipfel, die machen so eine leichte Krümmung. Und oben fangen die tatsächlich schon recht stark an zu komprimieren. Und das ist das, was zum Beispiel den... Ne? So, einmal. Ich rutsche mal ab hier. Das ist zum Beispiel das, was wir als Overdrive wahrnehmen. Also ein verzerrtes Signal. Bei der Gitarre ist das definitiv gewollt. Und da gibt es auch eine Menge unterschiedliche Arten und naja, hier sieht es jetzt so aus. Ja, das ist das Signal, was vor dem Gain-Regler liegt. Ja, jetzt gucken wir mal nach dem Gain-Regler, weil ich habe da das Gain gerade ungefähr auf halb gedreht. Deswegen ist das Signal jetzt deutlich kleiner. Man sieht das ein bisschen besser jetzt auch dadurch, wie es sich verhält. So, jetzt sehen wir mal, was diese erste Verzerrerstufe dann macht. Und messen einfach mal nach dieser Stufe an diesem Punkt, wenn ich ihn finde. Ja, der war hier. Und da sieht man schon, hier oben, die Kurve ist ziemlich stark komprimiert und hier unten läuft sie spitz zu. Und wenn ich jetzt, muss ich hier einmal rumgreifen, wenn ich jetzt den Gain-Regler drehe, dürfte man sehen, wie sich das Signal verändert. Jetzt nehme ich Gain raus, also nehme ich den Verzerrungsgrad ein bisschen zurück. Die Sinuskurve wird nicht mehr ganz schön, weil einfach schon so eine große Verstärkung vorhanden ist, dass ich das schon gar nicht mehr clean gedreht bekomme mit meinem Gain-Regler. Das liegt einfach auch daran, dass das Pedal unheimlich viel Reserven hat. Aber das ist ja auch das, was ich wollte. Ja, so sieht es da aus. Jetzt gehen wir mal noch eine Stufe weiter, und zwar nach dem Kathodenfolger. Vor der Tonregelung messen wir einfach mal. Und da haben wir... Ui. Haben wir Haifischzähne. Das
man könnte schon so sagen, dass es so aussieht, wie es sich anhört. Es ist halt ein sehr bissiger, rauer, knatschiger Ton. Das ist halt so ein typischer, ja, Distortion ist es auch nicht. Overdrive ist das auch nicht mehr so wirklich. Also man könnte, ja, es ist irgend so ein, irgendwas in Richtung Overdrive oder Fuzz. Ich kann nachher auch mal ein normales Effektpedal für eine Gitarre mal runterholen und das mal einstöpseln und da mal messen. Und dann können wir mal sehen, wie denn bei einem Distortion-Pedal zum Beispiel die Sinuskurven aussehen. Das machen wir nachher auf jeden Fall. Also dranbleiben. So. Und dann haben wir hier noch eine letzte Stufe. Die Tonregelung, die verfälscht tatsächlich optisch so ein bisschen das Signal. Das sieht man, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal messe. Das ist nach der Tonregelung. Da sieht man auf jeden Fall, jetzt wird es richtig sägezahnmäßig. Ja. Mein theoretisches Wissen reicht tatsächlich nicht aus, um das zu erklären, warum das dann jetzt so aussieht. Vielleicht an den Höhenanteilen, warum auch immer. Jetzt merken wir uns das mal und gucken mal, wie das nach der letzten Gain-Stufe aussieht. Und zwar am Output. Da kann ich nochmal ein bisschen wieder ranzoomen. Ja, es sieht fast genauso aus. Interessant. Mal gucken, was passiert, wenn ich das Gain aufdrehe. Und da sieht man schon, Alter, da geht richtig was ab. Aber bis jetzt verändert sich. So, jetzt. Jetzt sieht man, haben sich diese Haifischzähne oder Sägezähne nochmal verändert. Und unten sehen die noch normal aus. Und oben sieht man, dass sie richtig stark komprimieren. Das liegt daran, dass jetzt die allerletzte Zerrstufe jetzt am Übersteuern ist. So, und was mich jetzt persönlich sehr stark interessiert, ist, wie sieht das mit dem Bias-Regler aus? Was macht der? So, jetzt drehe ich da mal dran. Und da sieht man, da verändert sich die Form der Sinuskurve nochmal sehr, sehr stark. Interessant. Ich habe bis jetzt auch noch nicht reingeschaut. Wenn ich den jetzt zurückdrehe, den Bias, Gain geht natürlich deutlich zurück. Die Form ist auch noch mal eine ganz andere. Ja, wobei, wenn ich die jetzt vergrößere, ist ja eigentlich wieder fast dieselbe. Ja, interessant. Auch mal schön zu sehen. Ja, so sieht das aus, was wir Gitarristen lieben. Nun habe ich hier mal einfach mal, weil den wahrscheinlich auch jeder kennt, einfach mal den Tube Screamer von Ibanez angeschlossen. Ich habe da mal ein 1000 Hertz Signal draufgegeben und da schauen wir jetzt mal, was passiert, wenn ich den Gain Regler drehe. Und da passiert tatsächlich kaum was. Das kann oder wird sehr wahrscheinlich auch mit daran liegen, dass ich mit dem Handy in das Pedal einspiele. Ich habe auf dem Handy eine App mit einem Signalgenerator, ist jetzt auch wirklich alles andere als professionell. Und das Problem ist, der Kopfhörerausgang vom Handy, der wird sehr wahrscheinlich niederohmig sein. Und ich schätze mal, mit einem hochohmigeren Signal würde da womöglich ein bisschen mehr passieren. Ich denke mal, dass der Eingangspegel einfach nicht ausreichend ist. Im Prinzip dann den Tube Screamer wirklich stark zu übersteuern. Naja, jetzt haben wir hier die Tonregelung. Und da sieht man, ist doch Ton, ne? Ja, doch, das ist Ton. Da sieht man mal, was für einen großen Einfluss der Tonregler auf die Kurve hat. Das hat man bei meinem Pedal vorhin ja auch gerade gesehen. Ja, Level macht einfach nur, ja, vergrößert den Pegel. Ja, Tube Screamer. In der Hinsicht gerade ziemlich langweilig.
probieren wir es mal mit einem Distortion, mal gucken, was dabei herauskommt. So, hier habe ich einen Nux Brownie Distortion. By the way, das Ding klingt tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Naja, so, Gain ist komplett unten. Lautstärke passen wir hier mal an, sodass wir eine schöne Kurve sichtbar haben. Und jetzt drehe ich hier mal den Gain-Regler weiter auf. Boah, ja. Und jetzt sehen wir hier auch tatsächlich Haifischzähne. Allerdings auch nicht viel. Tja. Okay, wenn ich jetzt die Tonregelung verstelle, passiert ja doch schon einiges. Hier sieht man auch richtig sauber die Harmonien. Da habe ich jetzt gerade gar nicht bei meinem Pedal drauf geachtet. Hier sieht man die harmonischen Anteile, die ausschlagen. Das ist immer, ich sag mal, ein recht gutes Zeichen, wenn das schön sauber aussieht und nicht überall irgendwie nur Noise drin ist und irgendwelche komischen Pegel unregelmäßig ausschlagen. Ja. Naja, wenn man hier den Pegel ein bisschen kleiner macht, da sieht man das doch schon. Ah, jetzt. Hier sieht man es doch schon besser. Ich stelle mal neutral mit der Tonregelung, das ist so neutral wie es halt geht. Ah, ja, es ist halt ein Haifisch-Distortion. Ich habe da schon andere gesehen, die schneiden dann tatsächlich echt nur exakt einfach die Spitzen ab und dann hast du einen richtig komprimierten Distortion-Sound. Der hier ist eher brutzelig. Ist er auch tatsächlich. Er geht auch, wenn man den Gain aufreißt, ist das ein Fass. Also, und das Signal ähnelt ja jetzt schon sehr stark dem von meinem Pedal. Nur, dass ich auf einer Seite halt die Pegelspitze abgeschnitten habe. Das heißt, dass ich ein sehr unsymmetrisches Clipping habe. Und das macht den Ton nochmal. Fügt den nochmal eine andere Note hinzu. So. Das war's dazu. Ja, das war's dann nun von mir. Das war's jetzt auch mit der kleinen Serie, die ich ja jetzt verfilmt habe, über das selbstgebaute Fasspedal. Ich habe schon neue Ideen im Hinterkopf, allerdings nicht allzu viel Zeit. Deswegen lasse ich mir jetzt auch erstmal noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Video. Aber bis dahin, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch denn da so am meisten interessiert hat, woran ich vielleicht dann nochmal arbeiten könnte oder wollte gewisse Sachen vielleicht nochmal detaillierter sehen, soll ich euch vielleicht noch andere Pedale zeigen, die ich mit dem Oszilloskop mal auslese bzw. sichtbar mache, was denn da so alles passiert. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Sonst ansonsten, wenn euch alles gefallen hat, lasst gerne ein Like da, folgt mir für weitere Videos. Ich habe auf jeden Fall schon Pläne. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dann, bis dann. Ciao.